Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Dunkel-LKW fahren. Nein, wir sind gerade am Schlafen gewesen und werden jetzt gleich aufwachen. Was heißt wir? Ja, ich zusammen mit der Vivienne. Hallo Tiefsee Gaming. Guten Genau. Morgen, oder? Guten Ja. Morgen, ja, gute Nacht, wie auch immer. Viertel vor 10 ist es. Und jetzt geht's los, endlich. Mit Diesel und ich muss im Dunkeln rückwärts fahren. Im Dunkeln rückwärts fahren ist noch scheiße, Oh. ich sehe die Reifen nicht. Ah. Na, das wird jetzt wirklich echt Gott. schwierig. Kann rückwärts nicht im Dunkeln fahren, das geht nicht. Weil ich sehe nicht, wo meine Reifen sind, das ist immer ein bisschen blöd. Aber gut, jetzt kann ich umdrehen. So. Oh je, jetzt ist man wirklich fast ja gar. Oh ja, gut, du siehst, wo du hin musst. Das ist gut. So, jetzt geht's weiter. Das ist Ja, schon mal wir was haben wert. Diesel geladen und fahren jetzt ja, Richtung Córdoba. Das ist unser Ziel. Wir haben repariert, haben geschlafen und jetzt geht's also los. 843 Kilometer haben wir vor uns. Junge, 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 das wird was. Demnächst links abbiegen. Genau. Und die Helga ist auch am Start. Na, Biege das ist nach ja schön, links dass er ab. auch mit dabei ist und dir schon mal gleich erstmal sagt, Wird's was lang los jetzt? ist. Genau. Ja, das ist schon mal gut. So, der wartet freiwillig, sehr gut. Der weiß warum. Es gibt unnette Menschen, siehst du, die auch Am warten, die nie Kreisverkehr oft erste zufahren. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Die auf dich, Ausfahrt. die dich rauslassen, siehst du. So, da geht's Aber wenig, weiter. die eigentlich von sich halten, ne? Ja. Muss Bitte man rechts sagen, abbiegen. ist nicht so viel da eingebaut. Endlich geht's weiter. Also Super. Bilbao ist für mich ein bisschen seltsam, die Straßenführung hier, ne, muss ich ehrlich sagen. Oh, schwierig, Ja. echt schwierig, Die ganzen also. Autobahnknotenpunkte da und hin und her und so. Junge, Junge, Junge. Aber Also gut. das muss man schon sagen, das ist wirklich nie von ohne also, boah, um Gottes Willen. Deswegen ganz schnell raus hier. Dann kann es losgehen hier. Quer durch Na. Spanien wieder. Aussehen, werden wir sogar noch die dritte Folge machen. Bitte links halten. Ja, ist immer schön, wenn ein paar Straßenlampen sind, ne? Da siehst du noch was und wenn es dann ganz finster ist, da ist nur dein kleines Licht am Auto. Wohin? Das wird los. Wenn sie nichts sagt, eigentlich geradeaus. Der Richter. Normalerweise ja. 70, 70, über 70. Gut. 60 sind wir gefahren eigentlich, oder? Ja, deswegen sage ich ja, Achso. über 70 waren wir schon. So, weiter geht's. Bitte rechts halten. Ja, mach ich. Rechts halten. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt ist die Straße ist auch nicht mehr so voll um die Uhrzeit. Das Das ist schon mal stimmt. gut. Oh, Leute, ich habe doch keine Zeit hier. Bergauf und bremsen, genau. Erst noch. Naja, das ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Aber ich glaube, unsere Fracht wird nicht schlecht. Ist nie Wie nicht? gekühlt. So, was ist hier los? Schneckenrennen? Ist nie Also rechts wohl. gekühlt. Das geht und in dem Moment. Oh, fahr halt zu. Kann der wieder überholen, links. Das ist eine Mautstelle, gell?
Na dann lieber nicht. Nee, noch so verrückt überholen. Oh Mann. Ist denn du, los hier? Dann guck mal bitte, es ist nur 40. Also nichts mit überholen und mit allerster Ruhe. So, ich fahr einfach mal hier durch. Genau, das ist auch richtig. Okay. Wiedersehen. So. So, jetzt kannst du fahren, was das Zeug hält. Endlich wieder Gummi geben hier. Jetzt ist alles wieder gut. Auf die auf in Richtung was? Cordoba war es, ne? Cordoba, ja. Mhm. Auch die Stadt kenne ich nur von zu zwei. Cordoba. Oh ja, sag, habe ich auch wieder einen anderen Bezug dazu. Ja, du hast immer mit Fußball, ne? Ja, Sport im Allgemeinen, ja. Ja, ne, ist ja auch gut, ich meine. Gar nicht mit was ich das verbinde. Also ich kenne die Stadt auf alle Fälle auch, zumindest den Namen, aber ich verbinde natürlich nicht Fußball damit. Ja, also Córdoba ist die Hauptstadt der Provinz Córdoba im Süden Spaniens und die drittgrößte Stadt Andalusiens. Die Stadt, deren Vorläufer bis in die römische Antike reicht, ist von ihrem historisch und dann hört's auf. Gott, nee. Was? Hört noch nicht auf. Ist von ihrem historischen Erbe und vielen Bauten aus der Zeit der maurischen Herrschaft geprägt. Als Córdoba zeitweilig das Zentrum von Regierung und Gelehrsamkeit auf der iberischen Halbinsel und eine der größten Städte der Welt war. Die aus einer Moschee hervorgegangene Kathedrale, eine der größten erhaltenen Europas, ist seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, die Stadt Córdoba ist eine Gemeinde und zugleich gleichnamige Comarca, was das auch immer auf Spanisch heißt, in der Provinz Córdoba. Sie liegt am Fuße der Sierra Morena in einer Ufersenke des Naja, schwierig. Gut, in einer Ufersenke. Eines Flusses wahrscheinlich, oder? Eines Flusses? Ja, genau. So, ja. Wenn man jetzt hier so ein Bild sieht, ist es auch wieder ganz... Also glaubt man gar nicht, wie eng das bewohnt ist. Also, sagenhaft. Mal sehen, ob es hier da irgendwelche Daten gibt. Also Einwohner sind hier... 325.000 2019, aber eine Fläche von 1252 Quadratkilometer. Ja, Bevölkerungsdichte, also das muss man mal überlegen, auf einen Quadratkilometer, ne? Also Kilometer mal Kilometer, ne? Sind 260.000 Einwohner. Ja. Das glaubt man nicht. Wie groß ist die Stadt nochmal? Die Stadt ist insgesamt 1252 Quadratmeter groß. Also nee, ich meine jetzt nie, ja. Bloß es ist, wenn man das Bild jetzt so sieht, es gibt hier eine Luftaufnahme. Also das ist so eng aneinander. Also da ist nur ein ganz kleines Stück, was grün ist, aber alles andere ist bebaut. Ja, und wie viele Einwohner nochmal? 325.000, also fast sogar 326.000. Okay. Also, und 260, also, das ist ja Wahnsinn, was hier, also es ist echt unglaublich, ne? Aber das sieht man nur, vielleicht kann man mal das Luftbild sich mal angucken von Córdoba, ja, der sieht das, wie eng das bebaut ist, also geht kein Blatt Papier groß dazwischen. Also von oben zumindest gesehen. Sicherlich wird es dann nach unten ein bisschen ein kleines Stück mehr Platz sein, ja, aber viel... Wenn du gesagt hast, dass es eine Senke ist, no. Oder war das gerade eine Flusssenke? No. Dann ist klar, da ist rechts und links natürlich nicht mehr viel Platz, ne, zum Bauen. Nee. Deswegen muss es natürlich alles eng auf eng sein. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man wirklich so wohnen kann. Ja. Weil wir schätzen das ja, dass man doch viel auch ums Haus rum ein bisschen Platz hat und ein bisschen grün und jeder da so ein bisschen, ne? Aber die Stadt ist ja alt, hast du gerade vorgelesen. Ja, die ist alt. Aber ist eben ja immer noch... Eine Neustadt, ne? Also nee, immer noch so zugebaut, ne? Immer noch so alles... Ja.
Also im Sommer werden regelmäßig mehr als 40 Grad. Ach, ist schön heiß, ja. Ja. Die Durchschnittstemperaturen im Juli und August liegen allerdings bei 27 Grad. Ah ja. Also das tun sie hier auch, das Wetter. Ja. Aber sonst ist Córdoba schon auch eine schöne Stadt, aber auch wieder wirklich solche schöne alte Bauwerke, also Wahnsinn. Rechts halten. Das muss man wirklich auch erhalten, weil, ja, ich glaube, nie wieder wird jemand so bauen, wie wirklich damals gebaut wurde. Und die Ausfahrt rechts. Tja, das ist schon wirklich schön. Was steht hier noch? Drittgrößte Stadt, ja, das haben wir auch, also... Nee, bitte also links halten. Sehr, sehr schön. Aber es scheint dort viel Tourismus auch zu geben. Es scheint dort wirklich auch viele durch die Kulturstätten da auch hinzufahren. Also hier steht zum Beispiel in der Nähe Sevilla, Malaga, Cadiz und Toledo. Das ist in, sozusagen in erreichbarer Nähe. So richtig hin, aber Córdoba, Spanien. Gut, oi. Gut. So, wir haben noch 620 Kilometer vor uns. Oh je, das sind noch schöne Brücken. Also, das ist wirklich. Könnte man glatt weg mal. Gerne hinfahren wollen. Viel Wasser, viel Farbe, viel schöne alte Bauten. Also sagenhaft. Und viel Farbe. Ich weiß eben immer nicht, ob die Farbe Tatsache, aber wenn man hier original alte Häuser sieht, sind immer nicht bloß angestrahlt hell, sondern auch am Tag auch sehr farbig. Auch viel grün. Ja, ich gehe davon aus, dass die Farbe auch so ist, wie sie ist. Ne? Ja, na, weil vieles, weißt du, alte Bilder oder alte sind ja immer mal so ein bisschen nachkoloriert worden. Oder wenn sie angeleuchtet sind, sieht ja auch immer ein bisschen farbiger aus, wenn es abends so angestrahlt ist. Aber wenn man es jetzt hier am Tag sieht, alles helle, freundliche Häuser. Na, also ich, nicht so, also es ist wirklich alles und eben auch viel Farbe dazwischen. Super. Wir hätten das früher zu bunt wahrscheinlich angesehen. Aber ja, ist ja heute eigentlich, ich sag ja, ich habe selber auch schon so viele bunte Häuser gesehen. Auch jetzt bei uns gibt es ja auch rote Häuser neuerdings, richtig rot und richtig grün und ja, obwohl die Witterung wird es ja dann sowieso auch ein bisschen immer wieder verblasen. Tja. Aber jetzt hier im Finstern sehen wir ja erstmal eh sowieso nichts. Nee, wir haben noch ein bisschen bis nach Córdoba. Noch ein bisschen Zeit. Aber durch die vielen Tunnel hier, da kommt ja immer mal wieder Licht auf die Straße. Genau. Ja, das ist rechts. Du bremst auch noch. Wahnsinn! Das macht der absichtlich. Na, extra wegen dir. Der kennt dich. Irre. Der kennt dich, glaube ich, irgendwoher. Ja. Also, ich habe vorhin das Valladolid gelesen, kann das sein? Ja, ja. Genau. Das ist eine Großstadt und eine Gemeinde mit 298.000 Einwohner in der Region Castilien-León in Nordspanien. So. Im 15. und 16. Jahrhundert war Valladolid die Hauptstadt des Königreichs Kastilien
und von 1600 bis 1606 von ganz Spanien. Heute ist sie die Hauptstadt der Provinz Valladolid und der Regierungssitz der autonomen Region Kastilien und León. Das historische Zentrum der Stadt ist als Kulturgut in der Kategorie, das ist wieder, ja, Conjunto und so weiter, wieder auf, ja, eingestuft. Also ist wahrscheinlich eine bisschen besser, ein bisschen viel Kultur und ist wahrscheinlich etwas höher eingestuft dadurch. Ja, hier, was gibt's hier? 197 Quadratkilometer. Und Einwohner, ja, sind nur, oder? Ja, genau. Sind 197,5. Nicht so groß und knapp 300.000 Einwohner. Aber ich glaube, hier gibt es immer so viel Einwohner irgendwo. Hier leben sehr, sehr viele Menschen auf verschiedenen kleineren Räumen. Ja, Wirtschaft, was hat's da? Was gibt's da für Wirtschaft? Viehzucht gibt es hier viel. In den Bereichen Handwerk und Handel gibt's, ja, ist da auch viel mit Unternehmen los. Was hat man noch? Kfz, hier haben sich auch Kfz-Bereiche niedergelassen. Renault, Michelin und Iveco. Dann lebensmittelverarbeitende Industrien, Banken, Versicherungswesen, Ausbildungs-, Gesundheitswesen, Hotel- und Gaststättenwesen. Also ganz schön was los. Bekannte Plätze, Kathedralen, Fassaden, Bauwerke, Universität gibt es da sogar, eine Universität. Ist die älteste in ganz Europa, Gründungsjahr gilt das Jahr 1346. So, wir haben noch 470 Kilometer vor uns. Mhm. Gleich fahren wir Madrid. Da waren wir ja schon. Ach, da steht ja sowieso auch die Halle. Ja, unsere Zweigstelle, da waren wir schon öfters. So sieht's aus. Na ja, komm. Gleich schlafen. Auch wenn es mal ein bisschen langsamer ist. Oh, ah. Oh Gott. Was ist nun? Das Auto. Der Fahrer biegt halt ab. Aber wer auffährt, ist Schuldner. Das weißt du. Ja, der hat irgendwie jetzt nicht so gebremst, dass. Aber warum hat er jetzt überhaupt gebremst? Weil er rechts abbiegen wollte. Aber warum bremst man vorm Abbiegen? Ja, das ist schon okay, aber irgendwie war es für mich zu kurzfristig mit dem, dass er abbiegt. Ach so, okay. Naja. Naja, gut. Aber es war kein Schaden, glaube ich, für mir. Also, alles hat gut. Noch nicht. Ich fahr weiter, über die Polizei kommt. Nimm die Ausfahrt rechts. Einfach abhauen ist best. Nein. Nicht richtig, liebe Kinder. Immer nein, ist nicht. Wartet man, bis die Polizei kommt, normalerweise. Aber es wurde kein Schaden angezeigt. Nee, das ist richtig. Vielleicht hat es doch die Stoßstange gemacht. Bitte rechts halten. Die gute, ja. Na. So, jetzt müssen wir hier raus. Dann einmal im Kreis, bitte. Hat das die Helga jetzt Tatsache gesagt? Was? Da abbiegst? Dass du hier abbiegst, ja? Siehst du, die habe ich nämlich jetzt wieder nimmer gehört. Ist immer ganz verschieden. Bitte links halten. Weiter. Bleibst du stehen? Ja, bleibt ja alle stehen und lasst uns erstmal vorbei, bitte. Sehr gut. Können wir nicht irgendwie ein paar rote Fähnchen dran machen oder so? Dann wird es noch ein Lautsprecher. Achtung, Achtung, wir halten die Abstand. Lasst uns vorbei, ihr könnt dann nach uns fahren.
Dass wir irgendwie ein bisschen. So, tanken ist das nächste, was wir jetzt machen müssen. Und schlafen nochmal zwischendrin, weil die Strecke ist noch sehr, sehr lang. Also ganz schaffen wir nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Also jetzt bei 400 Kilometern. Das schaffen wir wirklich nicht. Aber dort, wo du tanken musst, vielleicht. Ja. Du kannst ja vielleicht auch gleich die Ruhephase einlegen. Sollte normalerweise möglich sein. Bei der Karte sehe ich immer nicht so richtig, bei dem blauen Pfeil bist du, ne? Ich bin am blauen Pfeil, ja genau. Und der fährt jetzt Richtung Süden. Weil die andere Karte, das sieht man es richtig immer, aber obwohl, wenn du mir hier sagst, dass du der blaue Pfeil bist, dann. Genau, das gelbe ist die Autobahn und das rote ist meine, oder die Strecke, die mir die Helga vorgibt. Aha, okay. Die kann sich natürlich verändern, je nachdem, wenn ich falsch fahre oder so. Ne? Dann verändert sich die rote Strecke immer. Aber ich fahre jetzt okay, richtig. Also ist es ja nicht mehr eigentlich allzu weit bis zur. Bis zur nächsten. Oben sind es 400 Kilometer oben drüber. Über Madrid, die Zeile, siehst du jo. Da? Genau. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist mir so eine. Das ist schon Fähnchen klar. Angezeigt. Also ich bin jetzt noch bei 390 Kilometer. Nee, ich meine jetzt bei Tankstelle. Achso, die nächste Tankstelle ist das grüne Symbol. Ja, das ist genau. In der Nähe. Das ist richtig. Da können wir rausfahren. Das meinte ich jetzt. Ne? Das stimmt. Du hast recht. Das halt, jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht. Fahr geradeaus. Oh Mann. Das ist ein bisschen stressig hier. So. Mal schauen, ob die Molly mal was einnimmt. Ach so, ja. Ist er schon gestartet? Ich hoffe es. Oh, jetzt kann ich rausfahren. Oh, jetzt kommt's wieder. Jetzt kann ich wieder nicht rausfahren. Rechts. Ja, ja, Molly. Oh ja, du kämst dran vorbei. Soll ich's machen? Na, einfach, wärst du dort lang gefahren, wärst vorbeigefahren. Warte mal, wo führt mich denn der Rest hin? Nee, ich fahr jetzt mal woanders hin. Ich fahr mal bewusst jetzt da mal nicht einfach da entlang. Macht man nicht, liebe Kinder. Sondern wir fahren da entlang, wo eben dann der Navi uns führt. Berechnen. Genau. Der fährt uns jetzt hier einmal im Kreisel und dann wieder zurück. Genau. Wunderbar. Siehst du es? Das macht jetzt die Helga. Die sagt jetzt einmal davor fahren, einmal im Kreisel und dann wieder zurück. So, so geht's auch. Ne? Nicht immer hier illegal. Nee, nie immer, ja. Nie immer extra wurscht. Genau. Sondern, nicht immer die Gesetze brechen hier, ne? So. Genau. Rechts halten. Dann gut, ich bin dafür. Gut. Das freut mich. So. Meine lieben Zuschauer. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann eine Pause. Am Kreisverkehr wird der Ausfahrt nehmen. Oder? Sollen wir das machen? Ja, ich glaube schon. Aber wir könnten natürlich auch nur eine Folge machen. Wäre natürlich auch eine Sache, oder? Was meinst du? Können wir auch machen, weil so viele Kilometer sind es nicht mehr. Ne? Sind 300. Ja, wir brauchen noch ungefähr so 20 Minuten, würde ich sagen. Ach, na ja. Das könnte man theoretisch noch in eine reinpacken, ja. Bitte rechts halten. Ich denke es eigentlich auch, weil ist ja auch ein bisschen wenig dann für eine andere Folge, denke ich, oder? Ja, hast auch wieder recht, stimmt. Gut, dann habt ihr Glück. Ich glaube, der Vivienne, deswegen machen wir das jetzt in einer. Ja, habt Glück, dass die Vivienne dabei ist. Die hält mich immer nur zurück von solchen fragwürdigen Aktionen. Nee, leider kann ich dich nicht immer davon ganz abhalten, aber zumindest. Ist die gute Seele hier an Bord. Wir sprechen uns ja gut ab. Ja, das stimmt. So, aber Tankstelle muss auf jeden Fall sein, weil sonst werde ich hier bald. Was hast du denn getrunken in der letzten Pause? Ich habe mich gerade hier ablenken lassen und schon beinahe hier gegen den Randstein. Ich wollte nur fragen, was du als letztes getrunken hast. Was nicht alkoholisch ist, natürlich. Gut, dann bin ich beruhigt. Gehört. So, da müssen wir raus. Bei unserer Fracht immer bitte denken, was wir an Fracht hinten drauf haben. Ja, ne? Wir haben immer noch leckeres Mineralwasser geladen. Ist in Ordnung. Nein, wir haben Diesel hinten drauf. Nein, wir haben schwer entzündliches, leicht entzündliches Diesel. Mineralwasser. Genau, wollte ich erst genauso, aber nee. Lieber gleich richtig sagen. So. Wir haben gefahren gut hinten drauf. So, schauen wir mal. Leise Tankstelle. Super. Cordoba steht schon rum am Schildchen.
Na gut. Jetzt schauen wir mal. Es wird schon hell, guck mal, es wird schon hell. Ja, 5:30 in der Früh. Genau, sehr schön. So, Tankstelle, wir kommen. Das heißt aber, wenn wir jetzt schlafen, dann wird es wieder Nacht werden. Ach so. Wie lange müssen wir jetzt? Ah, ich habe die Tankstelle verpasst. Nein. Da kam ich nicht raus. Sorry, es lag nicht an mir. Es lag nicht an mir. Ich glaube, da war ein Betonenfaller dazwischen. Okay, der nächste kommt schon. Wir haben ja mal gelernt, dass in Spanien alle x Kilometer eine Tankstelle kommt. Waren nicht viele. Also es waren insgesamt, weiß ich nicht wie viel, 12.000 oder mehr Tankstellen da waren. Also da wird noch eine noch. Das stand ja mal da. Genau, da wird dann noch eine noch kommen, bevor wir hier absaufen. Wir sind noch lange nicht im roten Bereich und der Tank es hält ist auch noch ein bisschen. Genau. Und so haben wir den Tank hier hinten drauf, ne? Na eben, der Mensch. Ich weiß nicht, ob wir damit fahren können. Das keine Ahnung. Aber Diesel ist Diesel. Diesel ist Diesel und ich weiß es nicht. Aber es gibt, es gibt doch verschiedenen. Es gibt, wie war es gleich? Es gibt, also der Diesel, den Dieselzüge fahren, ist andere Diesel, wie Dieselautos fahren. Oder LKWs. Genau. Ah, okay, verstehe. Das habe ich mal so gehört, also weil ich da auch mal gefragt habe und da ist das Mischungsverhältnis irgendwo ein bisschen anders. Gut, ich glaube, das ist einfach mal so. Also ich habe es von jemandem, der das tankt, habe ich das so erfahren. Gut. Aber siehst du, die nächste Tankstelle blinkt schon auf dort. Wunderbar, alles wird gut. Oder hat man das farbig gemacht? Warte mal, aus dem Grunde, weil wenn das, also es gibt zumindest einen Unterschied, auf alle Fälle, weil Mensch, wie war denn das? Ja, das ist nicht so schlimm. No. Nicht so schlimm. Aber die nächste Tankstelle blinkt schon unten auf. Na gut. Alles gut. Also bitte nicht vorbeifahren. Nein. Bitte aufpassen, wo die Abfahrt ist. Helga, und du passt Oma ein bisschen mit auf? Na, der ist jetzt wurscht, weil die konzentriert sich auf die Autobahn. Ach so. Die konzentriert sich nicht auf die Tankstelle. Das muss ich selber machen. Also Helga, da gibt es heute auch nichts zum Mittagessen. So. Was isst man in Spanien jetzt eigentlich Paella. So typisch? Paella. Genau. Tja. So, ist das Spanien, wo die den Tomatenschießtag haben? Ja, ne? Ja, das ist das zum Rattenwerfen, ja. Das ist früh, habe ich da mal gelesen, das ist früh, nur ganz kurze Zeit, 2 Stunden oder so. Und die müssen hinterher komplett aufräumen. Naja, das ist klar. Nee, das hat irgendwas mit der Ernte zu tun, glaube ich. Entweder, glaube ich, nach der Ernte, glaube ich, ist das, wo sie das machen. So, jetzt muss ich erstmal die Tankstelle. Ja, Vorsicht, erstmal. Ganz vorsichtig, dass wir nicht die Tankstelle verfehlen. No. So. Nee, aber also nicht, dass man denkt, dass das dann dort alles so mit Tomaten verschossen und bleibt. Nee, die räumen das wirklich total innerhalb kürzester Zeit, räumen die das wieder auf und machen sauber. Immer geradeaus. Aber es macht erstmal Spaß. Ja, ja. Gut. Ah, nee, jetzt ist es wieder. Oh. Weißt du, es ist doch lächerlich. Ist wieder keine Tankstelle für uns, doch, oder? Aber sowas von blöd geschildert. Was, wo ist der große Fehler? Ja, weil ich mich falsch einfehlen lassen habe. Mhm. Mach ich immer falsch rein, du wirst. Ja! Über Grünstreifen. Und nochmal drüber. Ah! Okay, ich hab schon geknallt. Oh Gott. Alles gut. Explodiert die jetzt? Alles gut. Und wir haben Diesel hinten drauf. Es ist nichts passiert, alles gut. Wir Pass packen auf, jetzt gibt's einen großen Knall und das ganze Ding fliegt samt unserem Auto in die Luft. Nein, es war eine Horrorversion, das passiert hier nie, so. Gott sei Dank. Jetzt ganz schnell schlafen, bevor uns da einer abführt. Tankstelle über den Grünstreifen. Hier holt man dann fast die Tapsäule. Wahnsinn, irre, was ein Chaos hier. So, jetzt dafür aber. Du stellst dich jetzt in die Mitte hier rein, da kann wahrscheinlich nichts passieren. Ich schlafe jetzt mal, gute Nacht. Gute Nacht. So, da sind wir wieder.
Problem ist jetzt nur, jetzt müssen wir eigentlich da hinten, wir müssen rechts raus, ne? Ich komme aber da nicht um die Ecke rüber, ne? Soll ich jetzt über den Grünstreifen fahren oder rückwärts da irgendwie rauszukommen? Ach, du bist schon eh mal über den Grünstreifen Gut. gefahren. Dann fahren wir noch mal Dann drüber. fahren wir jetzt mal einfach mal ganz geschickt über den Grünstreifen drüber. Achtung, nicht zuschauen. Liebe Kinder, das macht man jetzt nicht. Mit Schmackes, Achtung. So, siehst du, alles wird gut. Licht aus. Oh. Keine Polizei in der Nähe. Ach, Die egal. Molly macht Geld. Juhu. Echt? Erste Einnahmen, sehe ich da unten vorbeilaufen. Super, Ja, super, die Molly holt super. das rein, was ich wieder rausgegeben habe. Naja, einer muss ja das Geld verdienen. Junge, Junge, Junge. Was für eine Fahrt schon wieder. So, wir haben noch 290 Kilometer vor uns. Aber es ist nichts passiert. Grünstreifen Ach, ist kein Problem. keine Palle. Genau. Sollte man zwar nicht machen, aber dem tut's nicht und dem Auto hat Bitte es auch links nicht halten. getan. Also alles im grünen Bereich. Gut, jetzt Jetzt schauen wir wird mal Helga wieder. gar nicht. Doch, die Helga hat schon geantwortet. Ach, hat Auf schon. Navi. Gut. Ah ja, Ciudad Real ist die nächste Stadt, die wir passieren. Die hatten wir auch schon mal, glaube ich, irgendwo auf der Liste, glaube ich, als du das vorgelesen hast. Ich Möglicherweise. weiß, wenn wir schon mal in Richtung Süden gefahren sind, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Bitte Stadt links hieß. halten. Im Süden, wo wir schon mal waren. Keine Ahnung, aber es ist schlimm. So, Mm-mm. jetzt muss ich erstmal wieder Kein schauen. Problem. Ich fahre da einfach vorbei. Genau. Jetzt ist weg wie. Warte. Links halten und dann Die bleiben Sie Stadt. immer Jetzt ist geradeaus. weg. Ach hier, Ring. Jetzt habe ich's. Dass ich das jetzt nicht falsch eingebe. So. Hieß es die Stadt, wo wir da unten mal waren? Wir waren da unten mal. Ich weiß nicht mehr warum. Wo waren wir? Warte, vielleicht finden wir das hier. Also hier ist was ähnlich wie Immer ganz weit unten im Süden, glaube ich, war das. Barcelona, Ne, das ist Madrid. bitte. Nee. Weiter tiefer, tiefer, weiter unten. Ach, hier, warte. Und zwar, ja, kann ich jetzt hier so weit nicht sehen, aber ja. Also ich habe zumindest das Ciudad Real erste Mal hier. Was? Das ist. Ist das nie richtig? Oh ja. Doch, war schon. Alles Ist das korrekt. richtig? Ja. Doch, na, ist richtig. Gut. Ist eine spanische Stadt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Liegt auch in der autonomen Region Kastilien-La Mancha. Das ist eigentlich das, was hier als wichtig ist. Die Stadt liegt etwa 200 Kilometer südlich von Madrid, in der zentralen Hochebene Spaniens, 628 Meter über dem Meeresspiegel. Sie hat eine Fläche von 285 Quadratkilometern. Die Einwohner werden Guidatrealenos genannt. Gut, habe ich falsch ausgesprochen, mit Macht nichts, Sicherheit. kein Problem. Aber okay. Sie wohnen hauptsächlich in den vier Stadtteilen. So, die sind sowieso alle Spanisch. Das kommt mir sowieso ganz spanisch vor. Ja, in Ciudad Real finden sich bedeutende historische Spuren wie das Haus des Hernán Pérez del Pulgar, 15. Jahrhundert. Ja, Haus des Lichts aus dem 18. Jahrhundert. Die Kathedrale von Ciudad Real. Die Kirche Ex Ecclesia della Merced, das ist eine Gnadenkirche aus dem 18. Jahrhundert. Dann gibt es noch eine Kirche San Pedro Apostol aus dem 15. Jahrhundert, Santiago Apostol aus dem 14. Jahrhundert. Außerdem ist die Stadt Sitz der Provinzregierung und als Hauptsitz der Universität Castilla La Mancha, also eine Universitätsstadt. Am Rande des Stadtgebietes, nur wenige Kilometer entfernt, liegt der Hügel von Alarcón.
Logos, Alagos, der Bedeutung, also von Bedeutung für Archäologen, wegen seiner verschiedenen mittelalterlichen Burg und als Schauplatz der Schlacht bei Alagos, in der die Kastilier von den Almohaden 1195 vernichtend geschlagen wurden. Südlich der Stadt liegt das Vulkangebiet von Campo de Calatrava, na, wie man es ausspricht, weiß ich nicht, eines der drei bedeutendsten Vulkangebiete der Iberischen Halbinsel. Ja, also haben sie, ach ja, stimmt ja, wir haben doch, war da nicht gerade irgendwas mit 3 Monate Vulkan? Das kann da sein, ist, ja. Ist doch Spanien jetzt gewesen, der Vulkan, der jetzt 3 Monate lang, 24 Tage, also 24 ja. Stunden, 7 Tage die Woche da ununterbrochen. Ja. Das war ja jetzt gerade, ne? 3 Monate lang ununterbrochen und was für schöne Bilder der geliefert hat. So, was haben wir? Haben wir noch irgendwas hier zur Wirtschaft? Die Wirtschaft wird zu großen Teilen von Holzschnitzerei, Bast, Leder, Keramik, Textilherstellung. Und was ist es? Espardogras. Also das weiß ich nicht, was das ist, bestimmt. Also ich hoffe nicht, dass es was Böses ist, weil Gras hinten steht. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich werde mal gucken, ich werde mal schnell sagen, was das von Gras ist. Währenddessen sage ich mal, wir sind 120 Kilometer noch entfernt. Oh, schön. Also nicht mehr lange. Nein, also das Gras ist kein böses Gras. Und zwar sind das Süßgräser. Ja, gut. Also ist nichts Böses. Gut, aber mit Gras hinten muss man ja mal nachfragen, ne? Genau. So, genau. Es gibt dort, also in Ciudad Real ist seit der Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Madrid-Sevilla 1992 an das spanische Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Wie schnell fahren denn die da? Schon einiges, Schnellfahrstrecke. Das hat mich nur mal interessiert, wie schnell die wirklich fahren. Was bei denen jetzt eine Schnellfahrstrecke und sozusagen Hochgeschwindigkeitsbahnnetz ist. Das hätte ich schon mal gewusst, aber das steht leider nur wirklich nicht hier dazu. Nee. Na gut. Ja, Flughafen, alles, was es sonst natürlich auch gibt. Sport hast du ja gesagt, Sport war eine der Spitzenmannschaften im europäischen Handball. Der 4. spanische Meister gewann 2006, 2008, 2009 die EHF Champions League. Ja, Spanien ist gut im Handball. Aber Deutschland auch. Und jetzt zum Fußball. Als Teil des von allem durch seine Fußballabteilung bekannten Clubs, da weißt du, wie es ausgesprochen wird, Atletico. Das habe ich vielleicht richtig gesagt. Atletico Madrid, ja. Atletico. Das habe ich, genau. Zum Beispiel. Genau, so. Tja. So, noch 65 Kilometer. In rasender Geschwindigkeit geht es hier vorwärts. Genau. Ja, da sind wir gleich. Wunderbar. Ja, jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Genau. Und zum ersten Mal durch den Cordoba. Ach ja, stimmt ja. Das ist eigentlich das Entscheidende gewesen. Oh. 300, was ohne Licht fahren. Oh. Genau, ja, richtig, ist klar. Weißt du, draußen ist hell, Kinders. Das war auch lächerlich. Vor allen Dingen ist in Spanien, hatte ich doch jetzt mal vorgelesen, dass nur erwünscht und keine Pflicht am Tag mit Licht zu fahren. Ich würde schon mal sagen, glaube ich, bin mal bestraft mit Fahren ohne Licht, wenn ich mich nicht irre. Eigentlich sollte ich es wissen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, rechts halten mache ich. Die Ausfahrt rechts.
Plus, das war doch keine Pflicht eigentlich mit Licht. Ja, gut, oder ist das jetzt noch so finster? Ja, es wird dunkel, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, ne? Dass man gleich hier bei solchen. Ja. Weil ich fand es jetzt auch noch gar nicht so finster. Guck mal, die anderen fahren da ohne mit Licht. Das, ja. Doch. Nee. Doch, die schon davon vorne schon der LKW. Aha. Halt also schwach. Derseits. Hm. Na gut, das Licht im Spiel ist sowieso ein bisschen lang. Oh, wir fahren über eine Brücke. Oh, schön. Und keine Maut für die Brücke. Super. Eine Bogenbrücke. Ja, das ist ja eine Flussenke, hast du gesagt, ne? Ja, ja, genau. Das müssen wir ja auch über eine Brücke dann mal fahren, glaube ich. Theoretisch. So stand es geschrieben, genau. Oh ja, wahrscheinlich eine schöne Brücke auch. Oh, schön. Fast wie das blaue Wunder. Schau mal kurz da mal links und rechts, wie es ausschaut. Ach ja, Foto, genau. Ja, ein bisschen was mehr. Da sind wir nur noch hier, so. Hm, schön mit Brücke, sehr schön. Dann können wir uns das besser raussuchen. Hm. So, weiter geht's. Noch 10 Kilometer. Ach, das ist doch gar nicht. Ja, Katzensprung bei uns. Eben. Erster. Genau, hattest recht, siehst du. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt hab ich die Helga gehört, sie hat was mit rechts die gesagt. Ausfahrt rechts. So. Am Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen. Machen wir. Keine Panik. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. War ein bisschen zu eng die Kurve hier genommen. Aber alles noch da, das Diesel ist auch noch da. Alles gut. Bitte rechts halten. So, was für unser Kreisverkehr ist denn das hier? Wahnsinn. Na, Kreisverkehr. Ja, war ganz großer. So. Na, ein runder Kreis. Halt, langsam. Biege nach rechts ab. Ja, mach ich. Da geht's lang. Oje, oje. So, das ist aber auch wirklich kompliziert, ne? Also teilweise ein bisschen schwierig, aber geht noch. Man muss halt nur richtig zuhören, dann geht das auch. Bei der Helga. So. So, jetzt Stadtverkehr. Bitte keine 50er reißen hier. So. Naja, du bist, stehst ja fast. Gott sei Dank. Da sind wir. Oh Gott, Ampel. Da sind wir, siehst du, alles wird gut. Oh, schön, guck mal, da sind wir. Genau. Ist die Ampel rot? Nein. Also, ich sehe, sie ist noch grün. Warte, dann ist die nächste. Also, es kommt jetzt nichts irgendwo mit Ampel überfahren. Ist auch grün. Ja, von wegen. Ah! Jetzt, was Glück kommt? Glück gehabt. In jedem Gelb ist ein bisschen grün drin, okay. Bitte rechts halten. So. Ja, wir sind gleich am Ziel. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir. Oh, Leute. Aber wirklich mit den Kurven und mit die. Das, damit haben sie es wirklich echt hier richtig. Die Kreisverkehre haben die in Spanien sehr zu viel. Aber okay, ja, ist halt. Wenigstens sind sie groß genug zum Wenden. Naja, eben. Also, das muss man sagen, ja, das ist gut gebaut für große Autos. Also. So, jetzt schauen wir mal. So, es muss ja jetzt irgendwo. Das Seegebiet ist es hier, das sehe ich schon. Hier ist irgendwas grün. Ist vorbei. Genau, da müssen wir hin. Zielfähnchen. So. Da geht's hin. Und wieder die gerade Variante. Die gerade Variante, genau. Da sind wir. Das war's, T. Super. Bonus für ADR-Lieferung, also für eine Sonderlieferung.
Gab es auch noch Bonuspunkte. Ja, super. Das war die Fracht von Bilbao nach Córdoba unter Diesel. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge natürlich, klar. Deshalb immer schön dranbleiben. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke schön und tschüssi, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.